Es geht weiter mit Let's Play Darksiders Genesis. Ich bin der Simofix und wir hüpfen hier wie der wild gewordene Krieg durch die Gegend. Oh, verdammt, das sind wir sogar. Ja, beim letzten Mal sind wir hier am Schlackerhaufen gewesen und öffnen hier gerade die Siegel, damit wir hier weiterkommen. Wir haben nämlich den Auftrag für den werten Vulgrim, dass wir hier irgendwas finden müssen für den spinnerten Dämon. Und da wir aktuell nichts Besseres zu tun haben, dann sammeln, fightet ganz entspannt hier gegen Horden von Dämonen. Ja, suchen wir hier einfach mal das Artefakt. So. Oha, das sieht ungesund aus. Sterbe ich? Ja, da sterbe ich. Woher soll ich wissen, dass Krieg nicht feuerfest ist, Mann? Nein, 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 ich dachte mir... Ah! Ich dachte, das wäre so ein Objekt, dass ich rüberfliegen könnte. Und wieso triffst du da nicht? Dann halt nicht. Versuchen wir mal von dem Blickwinkel. Will er nicht. Hä? Was mache ich denn falsch? Irgendwie hat er keine Lust. Das verstehe ich jetzt aber echt nicht. Ich meine, ich kann ja meinen Blickwinkel nicht irgendwie ändern. Vielleicht. Ah, warte mal. Ich hätte noch eine Idee. Und zwar mit meinem mit meiner treuen Warpfeil-Klinge. Geht aber auch nur durch. Blödes Ding. Dankeschön! Alter! Ihr miesen Dreckskröten, Mann! Du nimmst jetzt nicht das Objekt auf. Du schmeißt ihn nur gegen, Mann. Das war echt Mali, Mann. Hau mich da in ihre Kacklava. Sagen wir, kannst Fernkampfattacken nutzen. Ja. Du Gefühl, wenn ich von 80 Seiten beballert werde. Jetzt! Ah! Das ging einfach gerade. Wohl alle Seelenlager. Vulgrim wird sich freuen. Gut, dass du auf mich gehört hast, was? Na los, sag es. Bruder, du hattest recht. Dann und wann gibt es Augenblicke, in denen du tatsächlich Verstand bewahrst? Soll das ein Kompliment sein? Mehr Komplimente kriegst du nicht, Bruderherz. Also sehr schön. Wir haben ja bis jetzt eigentlich noch nie richtig erlebt. Feuer lässt die Warpfeil-Klinge. Ach so. Okay, ich weiß, was du willst. Ich weiß von mir, was du jetzt spielst. Irgendwas davon wird schon explodieren, ja. Aber dabei explodieren die Dinger eigentlich immer automatisch, oder? Schön ist hier die Beziehung zwischen den zwei Charakteren, weil wir hatten im Endeffekt noch nie richtig, dass zwei... Wie weit ist denn das Ding jetzt gerade geflogen? Dass zwei Reiter hier miteinander arbeiten. Das ist ein ziemliches Unikat und das ist eigentlich ganz nett hier. Ah, da kommt... Ach, das sind die Absperrungen. Da komme ich nett vorbei. Dann nehmen wir eben den schönen Weg. Wo ist der Weg schön? Wartet. Also, wenn du mir echt erzählst, dass du da nicht zwischendurch die festhalten kannst, müssen wir ja doch da lang. Wo bin ich denn? Also, diese Maps, Mann, die machen mich echt fertig. Ich denke, ich bin der Punkt. Denke ich mal. Ja, Gespräch. Ah, sehr schön. Okay. Ach, da habe ich angefangen. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Dann bin ich das... Gelbe da? Nein, das ist eine epische Truhe. Ich hüpfe jetzt einfach mal darunter. Das war keine gute Idee. Da müssen wir noch irgendwann einen Schalter umlegen, denke ich jetzt mal. Ach, was mache ich denn? Oh, liebe Leute, Mann. Ich bin doch blöd, da ist doch das Symbol. Yeah.
Ist der jetzt einfach eine neue Rune aufgetaucht? Naja, aktivieren wir sie. Wir haben unser Ziel gefunden. Übrigens, das ist zu 100% die Demo, die ich mal gespielt habe von dem Spiel. Weg da! Das... Schieß doch weiter! Er hat gerade einfach keine Lust mehr gehabt zu schießen. Der Schuss, der haut so derbe rein, Mann. Aber so richtig scheint es ihn auch nicht zu stören. Wow! Das war um hartes Breite hier. Alter, aber ich steck fest! Wie man nicht selbst nicht in der Luft stecken bleibt. Und jetzt, komm! Nächste Runde! Asche zu Asche. Wieso sind die ganzen kleinen Klopskerle hier explodiert? Nimm doch, das sieht überhaupt. Wenn man irgendwas Sinnvolles. Jetzt geht's rund, Baby! Komm! Man könnte auch ernsthaft fighten, aber ernsthaft fighten ist kacke. Ernsthaft fighten ist ernsthaft kacke, Mann. Draufholzen, liebe Leute. Vielleicht auch perfekt. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen ihm keinen Schaden mehr. Aber wir haben das bis jetzt geschafft, ohne einen Lebenspunkt zu verlieren. Das ist eigentlich ganz nice. So, jetzt erstmal die Kleinen wieder besiegen und... Weg da! Das ist eigentlich der super Grind für die Objekte hier. Gut, wir haben ihn gleich. Weg da! Nicht mehr so lästig. Nur das Artefakt, dann können wir weiter. Und ich dachte, du wirst mit diesem Ort langsam... warm. Du weißt, dass mir dein Humor nicht liegt. Kein Humor liegt dir. Was dieses Ding diesem seelenfressenden Ghoul wohl wirklich wert ist, wir könnten Wulgrim zu einem kleinen Bonus überreden. Das Artefakt im Tausch gegen Informationen. Wir halten uns an die Vereinbarung. Mann, er sollte uns schnurstracks vor Luzifers Tür führen. Lass uns zu Wulgrim zurückkehren. Um seinetwillen hoffe ich, dass er inzwischen großzügiger ist. Kapitel 2, die Schlaggruppe. Kapitel abgeschlossen. Die Reiter haben Wulgrims Geheim vor das Artefakt geborgen und kehren in die Leere zurück, um hoffentlich mehr über Lucifer zu erfahren. Okay, Leute, Kapitel 2 haben wir abgeschlossen. Den kleinen Superdämon haben wir bezwungen. Boah, ganz nice hier wirklich. Aber das Level, genau, das habe ich schon mal gespielt. Da bin ich mir fast sicher. Ich glaube es zumindest. Ganz nett. Also, wie gesagt, hier mit Strive kann man das eigentlich ganz cool hier mit dem Fernkampf hier machen. Schauen wir mal, was der gute Wulgi hier zu nun mit uns hier vorhat. Was ich mich auch frage, was da hinten ist. Ja, wir werden es noch herauffinden irgendwann mal. Erstmal sagen wir hier, mit wir ist unsere Waffe Erlösung und... Ah, ich weiß nicht mehr. Einer ist Erlösung zumindest. Sagen wir einfach mal Hallo und ich möchte Infos. Ihr habt es geschafft. Ja. Hier damit, Reiter. So aufgeregt wegen eines glänzenden Steins, Wolke. Aber gut, jeder hat so seine Vorlieben. Glänzender Stein? Ja. Sieht genau hin. Endlich kann ich mich mal wieder strecken. Oh, Wulgrim, du lebst. Dann steht unser Arrangement noch. Der Stein war
Ein Gefängnis? Behandelst du so all deine Geschäftspartner? Merke ich mir. Ist doch völlig egal. Wir müssen Luzifer finden. Was weißt du, Wulgrim? Luzifer? Was wollt ihr denn mit dem Kerl? Alles hängt zusammen, Ritter. Dies wurde auf der Suche nach einem Objekt gefangen, das Luzifer viel bedeutet. Die Ehre bindet sie an ihn. So kann man es auch ausdrücken. Was ist das für ein Objekt? Es nennt sich der Glutkern. Birgt die Macht von tausend Sonnen. Dämonen fahren auf so ein Zeug total. Dann würde es Luzifer bestimmt die Suppe versalzen, wenn wir es zuerst finden. Das sehe ich auch so. Alles, was uns den Betrüger näher bringt, lohnt den Versuch. Der Glutkern ist in einer dämonischen Schmiede namens Infernokammer. Doch das dürfte für zwei mächtige Reiter kein Problem darstellen. Lass die Schmeichelei, Dämon. Öffne einfach den Weg. Das entwickelt sich zu einer vielversprechenden Partnerschaft. Bitte lasst euch Zeit. Auf Ehre gebunden. Ja, Wulgrim. Ich will gerne wissen, mit was du die hier beeinflusst. Wir holen uns... Aber ich habe noch nie einen Trank benutzt, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so gewillt, es auszukaufen. Was ist denn das Unterste? Feuert eine Elektrobolzen ab. Die Frage ist, ob man die Schüsse auch so bekommen kann. Was haben wir hier noch? Ja, eigentlich wäre ich für die Fragmente, die sind eigentlich ziemlich cool. Oder wir kaufen... Ja, wir kaufen uns den Trickschlüssel. So viele Seelen, so wenige Waffen. Kaufen uns einen zusätzlichen Trank. Das kann man immer gut gebrauchen, so das langt schon. Passt bitte auf euch auf. Tötet viele, das nützt uns allen. Dich auch? So, und damit starten wir schon in Kapitel Nummer 3. Empfohlen 170. Oh... Wir sind unterlevelt, liebe Leute. Wir sind unterlevelt. Was machen wir denn? Haben wir einen neuen Kreaturenkern? Nö. Dann ist unser kleiner. Boah, ist der unterlevelt. Geht ja gar nicht. Was habe ich hier noch? Muss mal schauen, ob ich die ein bisschen besser noch anreihen kann. Ich habe doch hier einen neuen Superkern. Aber der ist nicht angebunden. Na toll. Das ist ein Lebenskern. Ach doch, der Lebenskern, der passt doch hier rein. Na gut. Wird schon schief gehen, oder? Hä, wegen den 8 Leben, Mann. Kriegen wir schon hin. Die Inferno-Kammer. Sie dient dem Schmieden von Waffen, um den Mächten des Himmels zu trotzen und um das Werk der Erschaffer niederzureißen. Wollen wir dann auch ein bisschen was niederreißen? Unsere Aufgabe ist es, den Glutkern zu finden. Klar, aber wir können dabei doch Spaß haben. So wie du aussiehst, hast du immer Spaß. Okay. Damit sind wir jetzt hier in einem komplett neuen Areal. Oh, während wir eine zerstörte Festung hatten und sowas klassisches Höllendimensionmäßiges, sind wir jetzt hier in einer Art Eishölle. Auch in der Hölle gibt. Wie ist dieser Spruch immer? Bis die Hölle einfriert. Tja, ich denke, wir haben den Tag erreicht, wo das der Fall ist. Aber sieht ganz cool hier aus. Warte mal. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Gegner. Was war das? Oh, sammle die alle Barren. Okay, was auch immer die Barren sind. Mir wurscht, ich werde zum Schnetzeln bezahlt und nicht fürs Denken. Einfach mal so auf gut Glück schmeißen. Stark. Wenn ich mir sonst immer vorstelle, also in den anderen Darkseid-Spielen gab es ja auch immer.
die Warper-Klinge, aber die war immer ziemlich schwach, muss man leider sagen. Aber hier haut sie richtig rein. Macht die Tüten sind werten Krieg immer richtig antörnen, deswegen muss er dann immer gleich so richtig blären, da sagt er, wenn er mit der herumschlacht. Schnitzelt dann hier so nett in die Lava-Pumpe reinöffnen. Lava sieht, sah schon immer in allen Dark Souls-Spielen geil aus, man. Das muss man schon mal sagen. Oh, Sprungpassagen. Isometrische Sprungpassagen. Ich liebe es, man. Eisige Stufen, auch ein schöner Name. Okay. Nein! Ich werde von oben beballert, Mann. Er verfolgt mich, der Gegner, Mann. Alter. So wird Neck gespielt. Das war schlecht. Also, die haben richtige fiese Fernkampfattacken drauf. Das ist nicht gut. Weg da, Hundi. Ich wollte mich aber da oben eigentlich noch ein bisschen umschauen, wenn es erlaubt ist. Weil sonst war... So muss ich mich doch einfach hier bei meinen netten Freunden verabschieden. Man geht ja nicht einfach, ohne sich bei seinen Freunden zu verabschieden. Das geht einfach nicht. Jetzt sehe ich erst, was die da oben machen. Baller mich da oben einfach ab. Also war richtig aggressiv, Mann. Alter. Alter, ich komme da nicht hoch, Mann, und die machen mich da platt. Süß. So, jetzt habe ich natürlich mit dem falschen Charakter das Lebensupgrade geholt. Gib mir Leben! So, also die Animationen gefallen mir immer noch sehr gut, Mann. Sind immer schön, unterschiedliche Exekutionsmanöver sehen alle immer ziemlich cool aus. Immer eins der coolsten Sachen im Darkseid des Kosmos hier. Das ist die Frage, müssen wir nach oben oder müssen wir runter? Normalerweise muss man Treppen immer nach oben. Wir schauen jetzt einfach mal nach unten, vielleicht sehen wir. Aber ich denke da unten, das wird es was Optionales geben. Das heißt, wir landen jetzt einfach mal hier. Ha, das ist der Nette. Das ist nett. So kann man die Gegner schön fertig machen. Erst mit der Warper-Klinge. Erst mit der Warper-Klinge hier drauf schmeißen. Und dann die Gegner ganz entspannt hier nochmal ein bisschen abballern. So kann man richtig schön viel Schaden machen. Coole Sache. So, warte mal. Klappt es nicht? Oder warte mal, machen wir es an. Aber jetzt klappt. Bringt mir zwar nicht unbedingt viel, aber machen wir es trotzdem. Weil ich kann zwar das jetzt abschmeißen, aber das bringt mir auch nichts. Weil da muss ich jetzt erstmal wieder diese Explosionskerne reinschmeißen. Ist ja wurscht. Wir machen in dem Part nämlich nichts mehr, denn jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit Let's Play Darksiders Genesis. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.